Hallo und herzlich willkommen zum Video Die Säure-Base-Theorie nach Brønsted-Løvrie. Diese beiden Herren, die ihr hier sehen könnt, haben 1923 unabhängig voneinander folgende Theorie entwickelt, und zwar, dass Säuren Protonen, in diesem Fall H+-Ionen, abgeben und Basen Protonen, also H+-Ionen, aufnehmen. Ich werde euch heute anhand des folgenden Beispiels, und zwar Chlorwasserstoff, gasförmiger reagiert mit Wasser zu H3O+ und Cl-, nicht nur theoretisch zeigen, wie diese Protonenübertragungsreaktion funktioniert, sondern ich möchte euch auch das in einem Experiment zeigen, damit ihr die Protonenübertragungsreaktion auch sehen könnt und dadurch auch besser versteht. Bei dieser Theorie sprechen wir auch von dem sogenannten Donator-Akzeptor-Prinzip. Säuren sind sogenannte Protonendonatoren, Basen sind Protonenakzeptoren. Wir betrachten die Reaktion von Chlorwasserstoff mit Wasser und es entsteht H3O+, das ist das sogenannte Oxonium-Ion, und Chlorid. Beides gelöst dann in wässriger Lösung. Warum? Weil Wasser unser Lösungsmittel ist. Ich habe diese Gleichung jetzt auch mal anders aufgeschrieben, und zwar in Form einer Strukturformel. HCl kann man auch so schreiben. Wasser hier hätte hier diese Strukturformel. Und hier seht ihr Säure 1, Base 1, Säure 2 und Base 2. Das rührt daher, dass das Chlorid, das Cl-, die konjugierte Base zur Säure HCl ist, und H2O ist die konjugierte Base zum Oxonium-Ion H3O+. Wir sprechen hier von sogenannten konjugierten Säure-Basenpaaren, die ich aber in einem anderen Video genauer behandeln möchte. Ich möchte heute wirklich hier den Fokus auf das Donator-Akzeptor-Prinzip werfen. Und bitte guckt jetzt mal hier auf die untere Gleichung. Und zwar sehen wir hier jetzt praktisch HCl plus H2O, und zwar in der Strukturformelschreibweise. Dieser Doppelpfeil bedeutet, wir haben eine Hin- und wir haben eine Rückreaktion. Es wird sich ein Gleichgewicht einstellen. In diesem Fall wird es dann auf der rechten Seite liegen. Warum das so ist, klären wir dann in einem Übungsvideo. Mir ist jetzt wichtig, dass ihr einen Blick auf das rote H werft, denn HCl, Chlorwasserstoff als Säure, kann dieses H-Atom abgeben. Und zwar, wer bekommt es? Die Base H2O. Jetzt passiert Folgendes. Und zwar, ich zeichne mir jetzt hier die Struktur des Wassers nochmal auf. Und beim Donator-Akzeptor-Prinzip ist es ganz, ganz wichtig, ich brauche ein freies Elektronenpaar. Hier haben wir beim Wasser zwei, hier und hier. Welches ich jetzt verwende, ist eigentlich jetzt zweitrangig. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Und wir bekommen hier jetzt das H herauf. Und das Oxonium erhält jetzt eine positive Ladung. Warum ist das so? Wir haben jetzt beim Sauerstoff, der steht in der sechsten Hauptgruppe, da haben wir sechs Außenelektronen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese beiden Elektronen gehören dem Wasserstoff. Wenn wir jetzt das Ganze abzählen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Dadurch erhalten jetzt hier die positive Ladung. Und was geschieht jetzt weiter? Es bildet sich Chlorid, und zwar Cl-. Und wenn ihr die Strukturformel betrachtet, haben wir hier drei Elektronenpaare, die bleiben. Da aber der Chlorwasserstoff ein Proton abgibt, sprich das H+, ich markiere es jetzt hier mit Rot, hat dieser Wasserstoff kein Elektron mehr, und dadurch steht dieses Elektronenpaar dem Chlor vollständig zur Verfügung. Das klappt hier hoch. Und das Chlorid erhält die negative Ladung. Und das Oxonium-Ion und das Chlorid-Anion sind beide in der wässrigen Lösung gelöst. Und da sprechen wir jetzt von einer wässrigen Salzsäure-Lösung. Und die werde ich jetzt im folgenden Experiment herstellen. Und dann werden wir genau sehen, wie es nochmal zu dieser Protonenübertragungsreaktion kommt. Und das Ganze gucken wir uns jetzt anhand des Experimentes einmal an. Hier wäre nun das Experiment, und zwar, wie stelle ich Chlorwasserstoff her? Ihr seht hier einen Gasentwickler, darin befindet sich Kochsalz.
Dann wird konzentrierte Schwefelsäure hinzugetropft. Im Zuge der Reaktion entsteht dann gasförmiger Chlorwasserstoff. Den werde ich dann hier in das Wasser hineinleiten. Das habe ich noch mit Blaukrautsaft als Indikator versetzt. Dazu ist noch ein pH-Meter geschalten. Das zeigt gerade einen pH-Wert von 7,5 circa an. Das liegt daran, wir haben hier in Wien sehr, sehr hartes Wasser. Ich habe jetzt einfach nur als Lösungsmittel Leitungswasser benutzt. Und hier nochmal die Reaktion. Also Chlorwasserstoff wird hier hineingeleitet, wird gelöst. Dadurch kommt es zur Protonenübertragung. HCl gibt an das Wasser, das ist die Base, der Akzeptor, 1H+ ab. Es bildet sich das Oxonium-Ion und das Chlorid-Anion. Beides gelöst in wässriger Lösung. Wir werden Folgendes beobachten, und zwar ein Sinken des pH-Wertes. Das werden wir hier am pH-Meter sehen. Und es kommt zu einer Verfärbung des Indikators. Die Reaktion startet jetzt. Ich öffne den Hahn und es kann losgehen. Also die Gasentwicklung ist schon sehr gut zu beobachten. Behaltet bitte das pH-Meter im Blick. Und auch die Verfärbung ist schon sehr, sehr gut zu erkennen. Und da sehen wir nochmal das Donator-Akzeptor-Prinzip. HCl, Chlorwasserstoff, wird in Wasser gelöst. Es kommt zur Protonenübertragung und das H3O+, das Oxonium-Ion, macht den sauren Charakter dieser Lösung einfach aus. Der pH-Wert ist jetzt schon bei 2, wird dann noch weiter sinken, bis die Reaktion dann abgeklungen ist. Aber wie gesagt, hier sieht man sehr, sehr gut, wie praktisch jetzt dieses Donator-Akzeptor-Prinzip funktioniert. Wir haben gesehen, einerseits ein Absinken des pH-Wertes, andererseits die Verfärbung des Indikators. Gut, da wären wir am Ende des Videos angelangt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.